Er ist einer der besten italienischen Skispringer der letzten 15, 20 Jahre. Das muss man schon sagen. Auch wenn die ganz großen Erfolge ausbleiben immer wieder. Aber er fliegt ganz gut, hat ein gutes Flugsystem. Und schreit jetzt hier mal nicht in Frust raus. So wie gestern nach seinem zweiten Sprung. Da war die Chance auf eine bessere Platzierung dadurch vergeben worden. Jetzt mit 130 Metern ist der zweite besser gelungen. In Italien ist das hier eine Randsportart. Mehr Randsportart geht gar nicht. Skispringen, wenn man da irgendwo in Palermo oder Neapel sich in eine Bar setzt und einen fragt, sag mal, Giovanni Pesadola, was hat denn der für ein Ergebnis gemacht? Ich hatte den Telemark aufgesetzt. Dann kriegt man da nur fragende Gesichter. Muss man schon in die Gegend von Südtirol oder so hinaufwandern, um fachkundige Gesprächspartner zu finden. Das ist in Finnland ganz anders. Antti Aalto, traditionsbedingt. Auch wenn die Erfolge zuletzt dann doch ausgeblieben sind. Aber wenn einer mal dran war, dann er. Der 28-Jährige. Mit Problemen in die Saison gestartet. Verletzungsbedingt 123,5 Meter jetzt. Die Rahmenbedingungen sind in etwa gleich geblieben. Der Rückenwind bläst weiterhin. Aber daran müssen sie sich ja nun wirklich gewöhnt haben. Wie auch an den relativ steilen Anlauf mit dem kurzen, knackigen Übergang zum Absprungpunkt hin, den es nicht zu verpassen gilt. Aber so viele sehr späte Absprünge gab es ja eigentlich nicht zu sehen. Da haben sich eigentlich alle ziemlich gut drauf eingestellt. Auch Kilian Payer, der Schweizer. Sehr guter Sprung wieder von ihm. Der wird immer besser. Die Unberechenbarkeit in seinen Sprüngen der letzten Vergangenheit, die scheint überwunden zu sein. Auch mit dem Material scheint es zu stimmen. 132 Meter. Alles eine Folge dieses neuen Know-hows, das sie sich eingekauft haben in Gestalt des Skisprung-Weltmeisters von 2015 aus Norwegen, Rune Welter, der da viel bewegt hat mit ruhigen Ansagen, aber klar in der Sprache, soweit das möglich ist, hat er sich da sprungtechnisch Gehör verschafft. Domen Preutz. Kilian Payer führt mit diesen 132,5 Metern, ist ja klar. Und der Slowene hier, der so lange an seinem schönen gelben Anzug festhält, bis der Stoff irgendwann tatsächlich gar nicht mehr zu gebrauchen ist. Hat früher ja früh fünf Weltcupsiege in seinem Leben erreicht, 134 Meter jetzt. Aber es war keine geradlinige Karriere danach. Eher so zickzack. Da ist das, was er hier in Engelberg gezeigt hat, schon sehr viel konstanter ausgefallen. Kommt aber nicht an Kilian Payer jetzt vorbei. Trotz der guten Bonuspunktzahl, die er bei den schlechten Bedingungen erhalten hat. Das ist Etunosi, ein sehr guter erster Sprung vorhin. Noch so einer gelingt ihm jetzt nicht. Aber er hatte ja ähnliche Verhältnisse. Gleich langen Anlauf. Identisches Anlauftempo nahezu. Aber dann springt er nicht so gut ab. Und verliert entsprechend Meter und Plätze. Und der ganze schöne Tag ist dann wieder eingedampft aufs Durchschnittsmaß in der Vergangenheit. Bei Stefan Laie sieht es zuletzt leider auch nur noch nach Durchschnitt aus. Team Bronze hat er in Peking mitgewonnen bei Olympia. Das ist auf lange Sicht wohl das letzte Mal sein, dass man eine Medaille dieser Art gewinnen kann. Den Wettbewerb gibt es ja nicht mehr bei Olympischen Spielen in der Zukunft fürs Erste. Jetzt aber, naja, solide, sagt man dann gerne. In so einem Fall, wenn man sich im letzten Sprung des Wochenendes nochmal stabilisieren kann. Bei 128,5 Metern.
Ja, er wird jetzt keine Freudensprünge machen, aber es war ein anständiger letzter Sprung hier und spezielle Schanze. Und deswegen, ich würde jetzt nicht davon sprechen, dass er die Form nicht mehr hat, sondern das war ein Wochenende, was nicht so gut lief. Aber er kann auch bei der Tournee ganz vorne mitspringen. Platz 3 jetzt. Vorne ist Payer vor Preutz. Später dann noch Philipp Raimund, bevor es in der entscheidenden Phase dieses zweiten Durchgangs dann mit den drei Deutschen vorne um die Podestplätze gehen wird. Und wer weiß, vielleicht sogar noch mal ein bisschen mehr. Bei Polen geht es zurzeit nur darum, irgendwie in Schwung zu kommen. Kamil Stoch ist wieder dabei, dann noch David Kubacki, wieder nur zu zweit im Finaldurchgang. Besserer Sprung jetzt wieder von Stoch. Dieses Training mit seinem Jugendtrainer übrigens, zuletzt in Österreich war er eine Woche unterwegs, hat ein bisschen was bewegt. Das war auch früher schon eine Maßnahme zu Zeiten von Adam Małysz. Wenn der mal formschwach war, hat es meistens funktioniert. Jetzt 130 Meter. Ja, da müssen wir nach Ramsau gegangen. Beim Kamil hat Eisen jetzt ein bisschen weitergeholfen. Jetzt, man sieht schon, es ist schon viel Anspannung drin und er muss sich schon sehr herholen und pushen, dass der bessere Sprung kommt. Deswegen, es wird nicht von heute auf morgen funktionieren. Auch nicht bei einem Kamil Stoch, der schon so viel erreicht hat. Und auch nicht bei Maciej Kot, den wir da gesehen haben. Der hat den zweiten Durchgang nicht erreicht. Der fünfte Pole zurzeit wie Pavel Vancek und Piotr Dziuba im ersten Durchgang hängen geblieben. Karl Geiger wieder ganz der entspannte, bekannte Wettkampftyp. Renni Kaido etabliert sich da auch ganz gut in den zweiten Durchgängen zuletzt. Macht gute Sprünge Richtung Grün, Richtung Führung jetzt. Er hat es im Sommer ja schon mehrfach angedeutet, dass er auch jemand sein kann für weiter vorne. Er ist sozusagen der japanische Nachwuchs und er zeigt es uns jetzt auch immer öfter mal im Wettkampf. Ja, der japanische Nachwuchs. Die FIS hat heute die hübsche Nachricht verbreitet, dass heute vor 35 Jahren Noriaki Kasai sein Weltcup-Debüt gegeben hat. Der ist inzwischen 51, springt immer noch und ist der älteste Weltcupsieger mit 45 geworden. Er jetzt hier stellt die junge Generation Japans dar und führt Renni Kaido vor Kilian Payer. Manuel Fettner. Jetzt sind wir wieder bei den Senioren. Einen ersten Weltcupsieg wird es für ihn heute auch nicht geben. Ganz tief war der da oben. Ja, und der geht trotzdem noch. Stark. Hat sich gelohnt, da einen langen Absprung zu versuchen. Mit Macht, mit Wucht, dafür ist er bekannt, mit 138 Meter. Mit Macht trifft es wahrscheinlich sehr gut, hat viel reingelegt, leider die Landung dann noch komplett verpatzt. Hat er doch vorhin auch schon gemacht. Ja, es ist wie gesagt das, was man eigentlich mal gehofft hat, zwei stabile Sprünge in dem Wettkampf. Ja, das ging heute nicht auf, weiterarbeiten. So wie bei Andreas Wellinger. Den einen schlechteren Sprung gestern im zweiten Durchgang, der einzige eigentlich in den letzten Wochen von ihm im Wettkampf, den hat er offensichtlich ganz gut weggesteckt. Das war bei Daniel André Tante ein bisschen aufwendiger. Er hatte viele schlechte Sprünge in den letzten Wochen, kommt aber hier jetzt auch ein bisschen besser zurecht. Auch der war sehr wuchtig. Im Fettner-Stil, ja. Ja, dafür geht er eh noch relativ weit runter. Auch ganz nah zur Schanzentischkante hingekommen. Dann viel Oberkörper einsetzen müssen, um irgendwie noch rechtzeitig dran zu sein. Rechtzeitig war er trotzdem nicht ganz. Typischer Fall von dem letzten Sprung, will ich es nochmal wissen, oder? Ja, nochmal richtig was rausholen, richtig auf Angriff. Meistens ist es leider doch so im Skispringen, dass man einfach die normale Trainingsleistung versuchen sollte, in den Wettkampf zu bringen, weil das die Wettkampfanspannung, die sowieso da ist, macht ein bisschen was mit einem. Vierter Platz, Stefan Laie steht bereit bei Andreas Gürten zum Interview. Ja, Stefan Laie, was war das, was Ihnen hier an der Titelschanze so ein bisschen Schwierigkeiten bereitet hat? Ja, definitiv der Anlauf mit dem Tisch zusammen. Also mir ist es in einzelnen Sprüngen gelungen, das wirklich auf mein System abzustimmen, aber im Wettkampf leider überhaupt nicht. Und deswegen tue ich mir hier jedes Jahr sehr schwer. Da die alte Schanze lag mir einfach ein bisschen besser. Jetzt kommt die Vier-Schanzentournee. Sie waren vorher schon sehr, sehr gut in Form. Was heißt es jetzt? Einmal durchatmen und dann wieder frisch starten? Ja, also das Wochenende ist zum Vergessen sozusagen, aber das bin ich schon gewohnt aus den letzten Jahren. Deswegen, also für die Tournee mache ich mir da keine Sorgen. Ich weiß, dass das in mir drin ist. Es sind auch echt nur Kleinigkeiten, aber die sind halt hier sehr entscheidend bei dem Rückenwind. Herzlichen Dank. Zurück zu Stefan und Sebri. So ist es, das mit den Kleinigkeiten. Das hat Pius Paschke gestern am besten im Griff gehabt. Zwei herausragende Sprünge haben ihn zum Sieger gemacht.
Davon ist Alex Inzwam weit entfernt, aber dieser Platz im Finale ist für ihn schon ganz gut. Hat er zweimal in Klingenthal zuletzt ganz knapp um ein paar Zehntel nur verpasst. Am Anfang in Kuusamo ist es mal gelungen. Große Schanze, die liegt ihm. Hier dieser enge Raum hier an dieser Stelle verhackt ihn nicht so mit seinem ausgeprägten Fahrgestell. Trotzdem wieder gut. Ja, es ist wirklich in Ordnung. Kantet ein bisschen sehr viel dann im Flug. Da kommt er nicht mehr ganz so vorwärts, aber ja, es wird spannend. Vielleicht kann er sich in den Top 20 halten, dann wäre es ein sehr guter Tag für ihn. Mal schauen, wo er jetzt rauskommt. 129 Meter waren es, ist auch egal. Es gibt ein bisschen Preisgeld wieder. Die Preisgelder sind ja erhöht worden. Für den 30. Platz gab es im letzten Jahr noch 100 Schweizer Franken. Ja. Jetzt hat sich das Preisgeld vervierfacht. Da hinten auf den hinteren Plätzen. 7. Platz jetzt kann seine gute Ausgangsposition aus dem ersten Durchgang nicht halten. Für den Sieger übrigens gibt es jetzt 13.000 Schweizer Franken. 10.000 waren es in der Vergangenheit, die er so oft eingesammelt hat. Halvor Egner Granerud. 25 Weltcupsiege hat er eingesammelt. Der erfolgreichste norwegische Skispringer in dieser Hinsicht. Er muss weniger machen und geht in Führung. Wenigstens das, aber die Riesenweite ist es nicht gewesen. 131,5 Meter nur, 10 Meter weniger als Paschke und Hörl ungefähr. Im ersten Durchgang. Wobei, wie gesagt, die Reaktion, dass er sich auch über so einen Sprung freut, das ist ja ein gutes Zeichen, weil das zeigt auch, dass er die Situation angenommen hat, dass er weiß, dass es im Moment nicht so leicht geht wie in der letzten Saison und dass er aber auch weiß, dass es nur besser werden kann, wenn die positive Grundstimmung da ist. Ja, das ist die Abteilung Körpersprache. Ne? Im Kurpark ist er mir begegnet vorgestern und er lief da rum und ich dachte mir, oh, der hält gerade einen Monolog, einen inneren und sagt, ich weiß nicht, wo es lang geht. Jetzt sieht das schon wieder ganz anders aus bei Christopher Eriksen Sündal. Sowieso sehr stabil, der weiß genau, was er macht und es funktioniert ja auch ganz gut, auch wenn er an dieser Stelle mal wahrscheinlich mit dem Absprung nicht so zufrieden sein kann. Ja, hat es eigentlich jetzt immer super flüssig hinbekommen, jetzt auch ein bisschen näher am Schanzentisch hingefahren, muss mehr Oberkörper einsetzen, dann trotzdem zu spät, weil das ja alles nur Ausgleichsbewegungen sind und das ist ja Instinkt, du willst früher fertig werden, deswegen nimmst du alle Muskeln, die du irgendwie im Körper hast, her. Trotzdem sollten eigentlich nur die Beine die Arbeit machen und das ist dann alles Geschwindigkeitsverlust. Und hat es jetzt halt auch ein kleines bisschen wieder besser gehabt, deswegen hätte er weiter springen müssen, aber Platz 2, das ja, ist schon okay. Er hält sich ungefähr da, wo er war. Und jetzt kommt Philipp Reimund. Jetzt kann man nur hoffen, dass er nicht in diese Falle gerät, zu viel zu wollen hier beim letzten Sprung. Hat ja im Sommer einen nennenswerten Erfolg feiern können bei diesen Europaspielen in Polen, als er mal auf dem Podest landete. Das ist schon besser hier. Sehr gute Höhe, ja. Der hält sich da jetzt auch und zeigt hier gute Sprünge. Anzug, Disqualifikation von gestern hin oder her. So muss man hier auftreten, wenn es beim nächsten Mal zur Tournee geht. Beim nächsten Wettbewerb nach 133,5 Metern jetzt. Ja, und eben genau das, weil es ist natürlich schon ein Thema für jüngere Athleten. Du bist dann in einer anständigen Position. Wie gesagt, gestern vielleicht ein bisschen Störgeräusche. Willst einen guten Wettkampf machen und dann cool zu bleiben. Deine Sache zu machen, deinen Sprung abzurufen und dann einfach ein Ergebnis zu machen, wo nur du für deine eigene Leistung verantwortlich bist, ist was wert. Nur Granerud ist im Moment besser als Philipp Reimund. Und auch nicht so viel. Daniel Čofenik, bei dem sieht das ganz anders aus als bei Philipp Reimund zuletzt. Ist im Prinzip immer schlechter geworden sogar. Von Wettbewerb zu Wettbewerb. Ein bisschen jetzt überhastet wirkt er für mich. Ja, jetzt war es die Variante, mehr Kraft reinzulegen. Dann wird es auch ein kurzer, harter Absprung. Das nicht das, was er uns in dem Winter schon so schön gezeigt hat. 129 Meter, das krasse Gegenstück zu Reimund. Ja, weil dann kommt der Ski einmal, dann geht er wieder weg, dann kommt der Ski wieder zum Körper und das ist alles Unruhe im Sprung, die man als Sportler nicht haben kann. Nee, er ist auf keinem so guten Weg zurzeit. Der Mann, der aus dem gleichen Stall ist wie Kobayashi und Wellinger, was den Sponsor angeht. Jetzt Anže Lanišek. Die Sommervorbereitung bei den Slowenen war ja auch beeinträchtigt durch diese
durch diesen schweren Hochwasserkatastrophe in ihrem Land. Auch Ranjan Lanišek musste sich da beim Wiederaufbau bei seiner Heimschanze in seinem Heimatort betätigen. Höher in der Anfahrtsposition geblieben und schon geht's deutlich einfacher. Zwei Qualifikationen hat er hier gewonnen. Das nimmt er mit. Und ein kleines bisschen Frust darüber, was er im ersten Durchgang gemacht hat. Aber wie gesagt, es ist hier echt eine Challenge, weil du gar nicht so viel Feedback im ersten Moment bekommst. Und wenn du dann nicht den richtigen Schwerpunkt unter der Sohle hast, dann nimmt dich der Radius richtig auseinander. Und deswegen passieren auch einem Ancel Lanišek, der die Chance so gerne hat, solche Sprünge wie im ersten Durchgang. Aber jetzt kann er sich rehabilitieren. 137 Meter, 6 Meter weiter. Ja, zwei gute Sprünge braucht der Mann, wenn er Skispringer ist. Das war bei ihm heute leider nicht der Fall. Da unten machen sie sich so langsam bereit. Oder besser gesagt oben. Natürlich vor dem Start. David Kubacki, ein guter Sprung vorhin. Wenigstens das, ein Lichtblick. Ja, macht doch relativ viel draus. Das war jetzt auch noch mal ein bisschen mehr, also so sieht es zumindest aus, noch mal ein bisschen mehr Wollen wie im ersten Durchgang. Dann ist er auch im ersten Moment sehr aufrecht mit dem Oberkörper. Und jetzt hat er es auch nicht ganz so wunderschön wie im ersten Durchgang gehabt von den Bedingungen. Deswegen fehlt da ein bisschen was an Weite. Wird trotzdem jetzt nicht so ganz weit zurückfallen. Deswegen wird es auch für ihn einer der besseren Tage in dieser Saison. Wohl wahr. Auf Platz 15 war er in Klingenthal zu finden. Hier im Moment Vierter. Aber man sieht es auch ihm an, die Signale, die da an die Fans nach Hause gesendet werden. Für ihn jedenfalls sehen aus. Es wird schon wieder kleiner Aufwärtstrend. Jetzt Junichiro Kobayashi, dass er sich was zutraut, haben wir vorhin gesehen. Vielleicht hat er jetzt noch mal Lust, die 136,5 von eben zu wiederholen. Muss leider ein bisschen eingreifen. Schade, da geht schade, zu viel schade. Tempo verloren, hat man ja gesehen, vom bloßen Auge. Dass er immer langsamer wurde in der Luft, sich selbst abgebremst hat durch diese wenig. Ja, wahrscheinlich haben sich die Skienden verhakt jetzt, weil er macht das ja gerne, hat die Füße sehr eng in der Luft. Und jetzt hier sieht man, dass der eine Ski auf den anderen drückt. 118,5 Meter. Ja, schade, so eine schöne Ausgangsposition, um ein gutes Ergebnis zu machen. Da geht's weit zurück. Fachsimpeleien unter Könnern, die aber zurzeit das Können als Problem zu betrachten haben. Jedenfalls punktuell bei Lanišek etwas weniger, denn der Landsmann von Peter Breutz hat wie er auch Fortschritte gemacht. Er ja schon gleich zu Beginn in Kusum auf der Riesenschanze, lief es wunderbar für Breutz. War schwer gestürzt bei der WM spät im letzten Jahr. Nee. Ja, der Wind, guck ich mal hin. Nee, nicht so schön. Nee. Aber das lag jetzt nicht nur an der Äußerung. Nee, er hat quasi ähnliche Geschichte. Bedingungen wie im ersten Durchgang gehabt. Aber das lag jetzt eher mehr an ihm. Ja, jetzt ist auch die Reaktion ein bisschen anders als im ersten Durchgang. Er ist lange dabei und auch dann tun solche Sprünge noch weh, wenn man weiß, okay, man wäre eigentlich in einer guten Situation gewesen. Trifft den Schanzentisch nicht. Ploro Kos, diesmal darf er ran im zweiten Durchgang. Hat schon ein paar schön genutzte Chancen zu verzeichnen. Team Gold bei der WM zu Hause, Team Silber bei Olympia. Schanzentisch war gut, da muss er sich ein bisschen einrichten, aber das funktioniert. Der segelt schön, wie die so reden, dass wir sowieso gut können. Ja, und er muss sogar noch einmal kurz nach dem Schanzentisch korrigieren. Also da ist, man sieht es jetzt hier, es ist sich nicht gleich, einmal die rechte Hand nach hinten kurz das Luftpolster suchen, dann findet er es und dann segelt er richtig schön runter. Ausgeprägter Telemark-Aufsprung. Lovrokos wird, denke ich, doch in Führung gehen und Richtung Tournee kommt er in Form. Ja, da ist er schon zweimal aufgetaucht. Und in beiden Fällen auch relativ gut dabei
am Ende dagestanden. So wie Philipp Raimund im letzten Jahr auch. Und jetzt steht dabei Andreas Köpp. Ja, Philipp Raimund, wie groß ist Ihre Genugtuung? Gestern Supersprung, ärgerlich, Disqualifikation, jetzt aber heute wieder zwei gute Sprünge. Ich würde schon sagen, ja. Also ich habe ein bisschen jetzt nach der Krankheit ein bisschen zu kämpfen gehabt, dass meine Beine mich nicht verlassen, sage ich jetzt mal. Weil ich war immer noch ein bisschen ausgelaugt und man hat gesehen, dass die ersten Sprünge mir noch wesentlich leichter von der Hand gegangen sind als jetzt die letzten. Aber trotz allem, ich glaube, ich habe zwei gute Sprünge gemacht, mit denen ich dann auch gut in die Turnier reinstarten kann. Jetzt schnell rüber in Auslauf, die anderen drei anfeuern. Aber so sieht's aus, sowas von. Dankeschön. Ja, sowas von. Ja, drei Tage mit Fieber im Bett, das ist natürlich was, was den Körper schwächt und was dann nicht so ganz spurlos vorbeigeht. Und deswegen die Pause jetzt mit Weihnachten, die kommt für ihn sicher sehr gelegen. Ja, geschwächt sicher, aber auch erholt. Denn so eine Pause, selbst wenn man ein bisschen da niederliegt, bringt einen ja auch dann wieder zu Kräften, wenn man das überstanden hat. Loro Kos sitzt bequem. Aber ich denke nicht mehr lange, denn da kommen noch ein paar, die ihn aus dem Sessel schmeißen wollen. Und die sehen wir jetzt in umgekehrter Reihenfolge ihres Auftretens. Ja, und Jan Hörl hat einen kleinen Vorsprung, aber beim Rest ist es wirklich super eng. Also da kann jetzt viel passieren. Ja, und wenn diese Bilder nicht schon vor ein paar Wochen aufgenommen worden wären, würde ich sagen, den entschlossensten Eindruck hat Karl Geiger gemacht. Aber das heißt ja alles nichts. Es ist ein neuer Tag, der letzte Sprungtag vor der Vierschanzentournee. Und Michael Heiberg ist als erster dran von dieser Zehnergruppe, die den Wettkampf jetzt zu Ende bringt. Bisschen mehr Glück als gestern möchte man ihm wünschen. Sieht auch gut aus im Vergleich zu gestern. Kommt hoch weg. Ja, muss aber trotzdem auch ein bisschen eingreifen. Ja. Schade. Wieder ja. Nicht optimal gelungen, dieser zweite Sprung von Michael Heiberg. Nee, wobei heute mehr eher als die Bedingungen. So ist es, 128 Meter. Ja, die Flugposition, die ist einwandfrei bei ihm. Das wissen wir von ihm. Das, was davor passiert ist, um in die Flugposition zu kommen, das hat zu lange gedauert und deswegen fehlen ihm da auch die Meter. Ja, die Reaktion ist bei vielen Athleten ähnlich. Also es ist ja, machen Sie eine typische Handbewegung. Ah, Skispringer. Der nächste, Ryoyu Kobayashi. Wie gesagt, wir warten am Ende noch auf den Showdown mit Wellinger, Paschke, Geiger, Jan Hörl, Stefan Kraft und auch noch Gregor Deschwanden und Marius Lindwig. Die sind alle im Umfeld von 4,5 Metern zu finden in der Ergebnisliste. Also da ist noch viel möglich. Die anderen jetzt zu diesem Zeitpunkt, Ryoyu Kobayashi hier, müssen schon ordentlich Meter vorlegen, wenn sie vorne reinkommen wollen. Tut er aber nicht ganz. Schafft er nicht, Kost bleibt vorne. Naja, war vom Schanzentisch besser als sein erster Sprung. Das Timing auch da nicht ganz gepasst. 135,5 Meter. Und im ersten Durchgang macht er noch wahnsinnig viel aus einem ganz verkorksten Absprung. Aber auch er kann nicht zaubern und die Meter dann komplett aus der Luft greifen. So wie früher jedenfalls kann er nicht zaubern, als er ja 2019 es allen vorgemacht hat, durch dieses Spezialkönnen, die Geschwindigkeit nach dem Absprung in den Flug hinein zu buxieren. Da konnte ihm keiner das Wasser reichen. Die Verhältnisse haben sich ein bisschen umgekehrt. Loro Kos führt jetzt vor Angelani Shek. Kobayashi ist Dritter. Jetzt Johann André Forfang. Die Norweger mischen wieder mit. Kriegt er zwei gleichmäßige Sprünge hin? Nein. Nicht ganz. Bleib stehen. Und auch bei der Landung gepatzt. Ja, heute greift der Wind gar nicht so sehr ein. Also ja, wir haben schon am Schanzentisch immer noch viel Rückenwind, aber es ist momentan doch gleichmäßiger als gestern. Aber da ist jetzt leider gerade die Qualität der Sprünge nicht ganz so hoch. Ist auch spät, muss viel mithelfen mit den Armen. Und dann fehlt ihm die Geschwindigkeit, die er im ersten Durchgang so wunderschön hatte, um weit runter zu segeln. Und auch noch Punktabzüge durch diesen Stolperer bei der Landung. 131 Meter.
V-Fang kann seinen guten Platz nicht halten, fällt wahrscheinlich raus aus den Top Ten. Und dann ist das Gesamtbild der Norweger heute schon wieder ein etwas anderes als gestern. Aber beim Trend, da ist es auch heute geblieben, denn es gibt noch Marius Lindvik. Anlauflänge ist gleich geblieben, keine Veränderungen wie gestern. Scheint alles ruhig hier zu Ende zu gehen. Gutes Tempo, gute Fluglage. Und der ist dran. Der ist dran am Pass. Wie gesagt, viel Rückenwind am Schanzentisch, aber er bringt da 134 Meter. Schon viel Höhe mit und das kann jetzt schon interessant werden. Aber für die Führung wird es wahrscheinlich nicht reichen. Er bräuchte ja bessere Noten wahrscheinlich. Ja, und er landet auch ein bisschen zu früh, wenn grün hier das Maß der Dinge ist. Das ist es meistens, aber auch nicht immer. Zwei steht da. Lorokos bleibt vorne. Diese 135,5 des Slowenen sind eine sehr, sehr gute Distanz gewesen, um sich hier nach vorne zu arbeiten. Aber jetzt so langsam wird es wahrscheinlich dann doch eng mit der Führung für den Slowenen. Denn jetzt kommt Gregor Deschwanden. Zum letzten Mal hier in diesem Jahr in Engelberg zu sehen, hat sich wirklich schön eingeschossen auf diese Schanze. Sehr stark verbessert. So hier an dieser Stelle nach dem Absprung kommt schnell nach vorne. Ja, geht schon. Super Sprung von Deschwanden. Und dann ist ja auch mal endlich wieder richtig was los. Und es muss so schön für ihn sein, vor der heimischen Kulisse so eine Show abliefern zu können, so zu performen. Wenn du schon so lange dabei bist und das so oft hier anders hattest. 137 Meter und es wird laut in diesem schnuckeligen kleinen Stadion unterm Titlisberg. Aber er hat schon die Zuschauer hierher gebracht. Also es gab schon weniger Zuschauer in Engelberg. Deswegen, man sieht schon, es wird wahrgenommen. Und auch auf der Trainertribüne können sie sich freuen, denn sie haben was bewegt. Und ich weiß ja nicht, wie das mit dem Favoritenkreis für die Tournee so aussieht, wie groß man den machen darf. Aber irgendwie, den Deschwanden würde ich mal mit dazu nehmen, so langsam. Kann auf jeden Fall eine Überraschung werden. Denn jetzt führt er recht deutlich vor Lorokos. Und 137 Meter sind so schlecht nicht angesichts der Begleitumstände. Aber der Prüfstein, was diese Weite wert ist, der kommt jetzt gleich. Der folgt auf dem Fuße, denn das ist Stefan Kraft, der als nächster dran ist. Und der dann mit einer Luke weniger starten wird. Jetzt wird verkürzt, ja. Das bringt ihm 5,1 Bonuspunkte nochmal. Momentan würden die Bedingungen dazu passen. Ja, aber jetzt dreht es da unten wieder, also. Er war jetzt auch noch nicht der Glücklichste an dem Wochenende, deswegen ihm würde man es gönnen. Naja, nur, er war Dritter gestern. Ja, ich meine, rein von den Bedingungen. Ja, rein von den Bedingungen. Vom Können. Vom Können sowieso. Denn was er normalerweise hinlegt, sind ja erstklassige Sprünge. Ja, auch wieder, das ist super. Auf immer Wiedersehen im roten Bereich unterwegs. Über 140 Meter. Plus X. 19,5 plus X Noten. 142 Meter Sitz. Bestweite des Tages. Und das ist ein richtiger Angriff. Auf jeden Fall. Da hat er schon wieder einen Fuß auf dem Podest. Der letzte Punktrichter kann sich nicht ganz entscheiden, ob er jetzt sich bei 19,5 einordnen soll oder ob er vielleicht doch die 20 ziehen soll. Ich weiß es nicht. Doch, fünfmal die 19,5 sind es jetzt geworden. Also da sind sie sich alle einig. Und damit bleibt er knapp unter dem Topwert in dieser Hinsicht. 60 Haltungsnotenpunkte gibt es ja nur maximal. Wenn da dreimal die 20 übrig bleiben würde. Das ist die Führung. Yes, für Stefan Kraft. Und dann kann sich auch Daniel Tschofenik ein bisschen mitfreuen. Aber jetzt kommen die Minuten des deutschen Teams. Mit Andreas Wellinger geht's los. Und wenn der den Kraft da vorne verdrängen will, braucht er einen Schanzenrekord. 145 Meter jetzt. Bedingungen werden unten besser. Hat er das wieder drauf, diesen Angriff zu starten? Knapp an der Kante oben. Ganz vorne. Ja, es war nichts. Muss er sich selber an die eigene Nase oder an den eigenen Helm fassen nach diesen 134 Metern. Ja, wie gesagt, jetzt kann man sagen, er ärgert sich bei 134 Meter, aber er ärgert sich schon zurecht, weil es am Schanzentisch einfach nicht der Sprung war, den er machen kann.
Und natürlich ist jetzt die Lücke zwischen Stefan Kraft und dem Rest sehr, sehr groß. Da kann er vielleicht schon reinstoßen, aber auch die Reaktion der Trainer zeigt es ja, dass war nicht das, was er machen wollte. Er ist noch Zweiter, hinter Kraft, deutlicher Abstand. Das sind diese 142 Meter nun mal gewesen. Der Sprung von Kraft war exzellent, aber zwei kommen noch und dann noch Jan Hörl zum Schluss. Und da ist Pius Paschke. Gestern hat er gewonnen hier mit eindrucksvollen Sprüngen. Auch er muss weit springen, es ist eng. Der älteste Siegdebütant in dieser Sportart. Wieder gut. Ja. In die 140er wieder ist er gekommen. Mehr geht dann eben nicht. Und der Kraft ist halt ein Stück weggeflogen vorhin. 140 Meter genau. Ja, er ärgert sich sogar ein kleines bisschen. Ist nicht ganz zufrieden mit seinem Sprung. Das hier alles ist wunderbar. Das lag auch ein kleines bisschen am Schanzentisch. Aber wie gesagt, Stefan Kraft hat natürlich auch richtig, richtig vorgelegt. Und dass der dann schon in der eigenen Liga auch mal für Sprünge springen kann, das hat er ja den Winter schon auch gezeigt. Und deswegen ist der zweite Platz von Pius Paschke jetzt aller Ehren wert. Wieder mal nach seinem ersten Weltcupsieg gestern. Kraft ist vorne, noch zwei sind oben und Karl Geiger hat es nochmal in der Hand, in den Beinen. Er ist ja der erste Kraftbezwinger der Saison gewesen in Klingenthal. Hatte Mühe hier auf diesem steilen Anlauf in Schwung zu kommen, gestern und heute auch. Aber dann, der erste Durchgang hat funktioniert. Was ist jetzt? Was geht jetzt? Er kommt auch nicht ran. Gut, trotzdem gut. Also es ist nicht der Sprung, um Kraft zu gefährden, aber es ist für den Karl trotzdem mit der Vorgeschichte auf der Schanze ist es ein guter Wettkampf. Er kann auch lachen. Er weiß sicher, okay, das war nicht das, was er in Engelberg schon mal gezeigt hat. Aber wichtiger finde ich jetzt eigentlich, dass er nicht einen Rückschritt macht und wieder einen auf 125 Meter setzt, sondern dass er sich festsetzt vorne. Jetzt wird es knapp mit Pius. 137 Meter, einen deutschen Podestplatz wird es ja sowieso geben. Das steht ja schon fest. Ist es Paschke? Ist es Geiger? Es ist Pius Paschke, so wie es aussieht. Und in der Hinsicht haben sie auch eine schöne Serie hingelegt, haben ja die Saisonbilanz des Vorjahres schon übertroffen in dieser frühen Phase. Und er steht schon wieder da in seinem gelben Trikot und kann seine Führung in der Gesamtwertung des Weltcups ausbauen. Jan Hörl ist der Einzige, der ihm diesen Erfolg jetzt an diesem Tag noch vermasseln kann. Einen Weltcupsieg hat der Bischofshofener schon. Auch als Erster nach dem ersten Durchgang war er da am Ende. Im Einsatz, sieht ja, schön ja. In der Luft, das ist nicht so weit weg. Aber nein, Stefan Kraft aber wird wohl wach. Wenn die grüne Linie maßgeblich ist, ein österreichischer Sieg sowieso. Und ich glaube, der Sieger kommt diesmal nicht aus Bischofshofen. 139 Meter. Vielleicht ein kleines bisschen spät, aber in der Drucksituation als Letzter oben zu sein, ist auch das wirklich eine bestandene Probe. Und er wird auf die 2 gehen. Damit gibt es einen österreichischen Doppelsieg und er kann mit einem breiten Grinsen nach Hause fahren. Und Andreas Witthölzl, der Cheftrainer, kann auch sich seiner Sache sicher sein, dass die Mannschaft optimal vorbereitet ist für die bevorstehende Tournee. Zweiter Rang für Hörl. Freut sich über den Podestplatz und Stefan Kraft holt seinen 35. Weltcupsieg. Und hat es im Endeffekt dann mit wirklich einem grandiosen Sprung wieder rumgebogen. So ähnlich wie Pius Paschke gestern vom hinteren Platz nach vorne. Und dann haben sich die anderen an dieser Weite die Zähne ausbeißen müssen. Aber Pius Paschke ist wieder ein dritter Platz geworden vor Karl Geiger und Andreas Wellinger. Also 3 unter den besten 5 sind da zu finden. Gregor Deschmanden ist erstklassiger 6. hier, einer der besten Schweizer Erfolge hier beim Heimspringen in Engelberg. Lauro Koss taucht auf unter den besten 10. Die Norweger mit Marius Lindvik wieder dabei. Philipp Raimund, guter 12. Das sieht alles ziemlich gut aus hier bei der sogenannten Generalprobe für die Tournee, die dann Ende Dezember beginnen wird. Ist ja eine ziemlich lange Pause diesmal zwischen diesen zwei Terminen. Und es gibt Zeit, noch mal sich